Ich möchte in drei Teilen den Abend gestalten, mit Gottes Hilfe. Das erste, wie entstand unsere Gemeinde in Pforzheim, ein bisschen erzählen, wie die Anfänge waren, warum wir überhaupt eine Gemeinde gegründet haben. Dann der zweite Teil, da möchte ich 9 biblische Richtlinien mit uns betrachten in aller Kürze, die wichtig sind vom Neuen Testament her für bibeltreue Gemeinden. Und im dritten Teil dann möchte ich etwas sagen über unsere Gemeindeordnung, denn jede Gemeinde braucht auch eine Ordnung. Vielleicht könnt ihr da auch etwas davon übernehmen oder gebrauchen, damit man nicht überall die gleichen Fehler dann machen muss. Man kann ja auch von anderen lernen. Mit des Herrn Hilfe. Jetzt möchte ich nochmal mit uns beten, wir können dazu aufstehen. Allmächtiger Gott und Vater, im Namen deines Sohnes Jesus Christus stehen wir vor dir, beten dich an, der du der Herr der Gemeinde bist. Du hast uns herausgerufen aus dem Sündenschlamm und zu deinen Kindern gemacht, Herr, und wir loben und preisen dich. Jetzt bitten wir dich, dass du uns hilfst, auch hier in dieser Gemeinde, dass du im Zentrum stehst, dass viele Menschen dich noch finden und die dich schon gefunden haben, im Glauben gestärkt werden. Leite uns auch durch diesen Abend mit Weisheit und Vollmacht, damit wir erkennen mögen, wie bibeltreue Gemeinden auch heute noch in dieser Endzeit gebaut werden können. Zu deines Namens Ehre. Amen. Amen. Einige von euch kenne ich ja von der Straße her, von den Straßeneinsätzen, und das ist auch schon ein Prinzip für biblischen Gemeindebau, dass eine Gemeinde nicht nur im eigenen Saft schmort mit vielen Veranstaltungen innerhalb der Kirchenmauern, sondern dass sie hinausgeht auf die Straße. Deshalb bin ich so dankbar auch für das Missionswerk Werde Licht, dass diese Brüder und Schwestern so aktiv sind, auch das Evangelium vom Herrn Jesus Christus weiterzugeben, dass wir verkündigen dürfen, Jesus Christus, der Sohn Gottes, ist der einzige Weg zum Vater. Er durch sein Blut, das er am Kreuz auf Golgatha vergossen hat, uns reingewaschen von aller Sünde und Befleckung. Und wenn wir das im Glauben annehmen, dieses Opfer des Herrn Jesus, ihn selber als den Sohn Gottes, dann bekommen wir Reinigung von aller Befleckung. Und wenn wir ganz reingewaschen sind, dann können wir ins Himmelreich eingehen. So habe ich versucht, ganz kurz das Evangelium zu erklären. Ich habe auch einige Traktate und Flyer mitgebracht. Das Neueste ist hier Rettung aus dem Chaos. Aber wie? Wir haben jetzt hier gerade dieses ganze Chaos angesichts Corona, kommende Wirtschaftskrise und anderes, dass wir solche Botschaften den Leuten weitergeben, sie da abholen, wo sie jetzt auch gerade Fragen haben. Das ist schon ein wichtiges Prinzip für Gemeindebau. Nun möchte ich einfach als Hilfe, wie gesagt, das muss nicht genauso ablaufen in anderen Gemeinden, beschreiben, wie das bei uns anfing, aber zuvor doch ein Wort Gottes, was auch dann im zweiten Teil wieder zentral wird dann, nämlich Apostelgeschichte 2, Vers 42. Sicherlich kennen viele diese Stelle. Da steht, die Menschen, die sich bekehrten bei der ersten Predigt an Pfingsten, sie blieben aber treu in der Lehre der Apostel, in der Gemeinschaft, im Brotbrechen und im Gebet. Das sind schon die 4 wichtigsten Säulen für bibeltreue Gemeinden im neuen Bund. Nun, wir haben 2012 die Bibelgemeinde Pforzheim gegründet. Wer war das? Wir waren 3 Brüder, 3 Schwestern und 4 Kinder, also 10 Personen am Anfang. Und wie kam es zur Entstehung? Wir haben erkannt, tausende Menschen in unserer Stadt Pforzheim leben ohne Gott und sind daher auf dem Weg zur Hölle. Sie kennen den Herrn Jesus Christus noch nicht. Und hunderte Christen in unserer Heimatstadt sind ohne geistliche Heimat. Das Weitere, was traurig ist, dass viele Gemeinden heute dem Zeitgeist verfallen sind, dass Bibelkritik eingedrungen ist, Irrlehren, Feminismus, interreligiöse Ökumene, Unmoral und vieles andere. Und die Frage ist, wo kann man sich anschließen? Sicher, es gibt keine perfekte Gemeinde. Auch wir sind keine perfekte Gemeinde. Ich vermute, ihr auch nicht. Aber wir sollten doch möglichst nahe am Wort Gottes sein, möglichst bibeltreu, uns unter das Wort stellen und nicht darüber. Das Wort nicht durch Bibelkritik verbessern oder relativieren, sondern es wirklich ernst nehmen in allen seinen Aussagen, gerade was das Neue Testament für uns im neuen Bund mit Jesus Christus angeht. Und die Frage ist halt, wo kann man heute noch hingehen? Landeskirche war kein Weg, da komme ich heraus und da kann man nach dem Bibelkritik, Feminismus und Segnung unbiblischer Lebensgemeinschaften dort eingebrochen sind und vieles andere nicht mehr bleiben, weil das von den Leitungen her schon gefördert wird. Der Fisch fault ja bekanntlich vom Kopf her, von oben kommt die Zerstörung.
Freikirchen gibt es auch, aber wir wollen hier nicht richten. Natürlich gibt es in vielen Kirchen noch bibeltreue, ernsthafte Geschwister. Aber wie sieht es mit den Dachverbänden aus? Von ganz oben her, Evangelische Allianz, Gnadauer Verband, andere Dachverbände, auch bei den Freikirchen. Oft ist da der Zeitgeist eingedrungen, die Anpassung an den Feminismus, Frauenordination, bibelkritische Ansichten, Relativierung des Wortes Gottes auf vielen Ebenen, etwa in der Schöpfungsfrage, in der Endzeitfrage. Und auch da haben wir gesagt, wir können nicht wirklich glücklich sein, uns da anzuschließen. Die meisten Gemeinden in meiner Heimatstadt Pforzheim sind entweder Mitglied in der Ökumene und auch die heutige Evangelische Allianz ist so ökumenisch, dass sie schon katholische Bischöfe einlädt, dass sie auch schon in Amerika schon Papiere mit Muslimen zusammen verfasst hat, die Allianzen und so weiter. Also auch da kommen große Gefahren her durch diese viel zu weit gefasste Verbrüderung mit allen möglichen Konfessionen und Religionen. Und da konnten wir uns nicht anschließen, auch nicht Allianzgemeinden und andere Gemeinden, das waren dann noch Pfingst- und charismatische Gemeinden, das sind nach unserer biblischen Erkenntnis so viele Irrlehren, dass wir auch nicht glücklich geworden wären. Dieses falsche Zungengeplapper oder das Umfallen nach hinten oder irgendwelche Rockmusik und solche Dinge, das war auch nicht möglich. Und dann gab es noch andere Gemeinden, die haben keine Sicht, was Endzeitdinge angeht. Dann haben wir gebetet und der Herr hat uns gezeigt, dann fangt doch selber an, gründet selber eine Gemeinde. Und ein Bruder, ich war damals in Kassel zu Vorträgen, hat gesagt, wenn drei Brüder sich einig sind, dann könnt ihr anfangen. Dann ist es vom Herrn geleitet. Wir müssen uns aber geistlich einig sein. Und es war auch so und ist bis heute so. Und dann haben wir gebetet, haben einen Raum gesucht. Wir haben erkannt, jammern und kritisieren bringt nicht viel. Wir müssen selber konstruktiv werden, heimatlosen Menschen in unserer Stadt eine Heimat bieten. Darum geht es. Wir können ja die Kirchen kritisieren und auch die Freikirchen, die in der Abfallbewegung sind. Aber es bringt alles nichts, wenn die Menschen verloren gehen, wenn sie keine geistliche Heimat haben. Und so haben wir dann einfach gebetet und angefangen. Und das Interessante war, dass wir drei Brüder 1,5 Jahre vorher gemeinsam in Israel waren auf einer Studienreise. Daher kannten wir uns schon aus verschiedenen Gemeinden kommend, wo überall große Probleme eingetreten waren bezüglich der Glaubensfragen und Lebensfragen. Und dann hatten wir uns aus den Augen verloren, unterschiedliche Gemeinden eben. Und jetzt aber war die Zeit reif und Gott rief uns zusammen zur gleichen Zeit aus verschiedenem geistlichem Hintergrund kommend. Wir bekamen also nicht alle aus einer Richtung, sondern ganz unterschiedlich. Aber wir haben von der Bibel her dann das erkannt. Wir haben dann auch ein Glaubensbekenntnis verfasst, um Irrlehren von Anfang an möglichst abzuwehren. Dieses Glaubensbekenntnis steht zum Beispiel auf unserer Homepage. Ich habe es auch mitgebracht. Das haben wir so gedruckt als Heftchen, sieht dann so aus, vorne mit dem See Genezareth vorne drauf und hinten ein Blick in den Gemeinderaum, kann man ja gut erkennen, denke ich, kann euch auch eins da lassen. Aber natürlich, jede Gemeinde ist hier frei, das selber zu erarbeiten. Ich durfte natürlich durch Gottes Gnade meine jahrzehntelange Erfahrung mit Sekten und Weltanschauungen mit einfließen lassen, sodass man versucht hat, von Anfang an möglichst viele Irrlehren, die uns in der Bibel bekannt waren, abzuwehren. Die Pseudocharismatik, die liberale Theologie, den Katholizismus, die okkult-orthodoxen Kirchen, die anderen Strömungen, was es alles gibt, auch Allversöhnung und Adventismus und ja, Perfektionismus. Also es gibt so viele Seiten, wo man vom Pferd fallen kann, sage ich mal. Das haben wir versucht abzuwehren, denn wir sagen, wir glauben und wir verwerfen. Wir bekennen und wir lehnen ab. Das kann ein Schutz sein. Und haben uns viele unnötige Diskussionen erspart, die man hat, wenn man überhaupt keine Glaubensgrundlage sich gibt. Natürlich kann man sagen, wir haben die Bibel. Aber ihr wisst ja, jeder beruft sich auf die Bibel, auch die abgefallenen Kirchen, und sie verdrehen sie. Und wir haben halt so versucht, mit Gottes Hilfe, mit Bibelzitaten natürlich, die wichtigsten Lehrgrundlagen zusammenzustellen. Das ist ein kleines Heftchen geworden, weil wir es halt recht ausführlich gemacht haben. Vielleicht, wenn die Zeit reicht, gehe ich noch am Schluss darauf ein. Ja, dann war die Zeit reif, der Herr rief uns zusammen und wir hatten noch keine Woche gesucht nach einem Versammlungsraum. Da zeigte der Herr uns wie durch ein Wunder eine leerstehende Kirche, die 8 Jahre leer stand. Noch nicht mal die Nachbarn wussten, dass da eine Kirche war. Die dachten, es sei ein leerstehendes Wohnhaus. Und dann haben wir das gesehen im März 2012 mit Platz für bis zu 200 Menschen. Und das wurde uns sehr günstig zur Miete angeboten und wir sagten ja, obwohl wir zu diesem Zeitpunkt immer noch nur 3 Familien, also 3 Brüder, 3 Schwestern und 4 Kinder waren, also ein echter Glaubensschritt, die Miete damals, glaube ich, 800 Euro.
Da dachte man, das können wir aufbringen zu dritt. Und wenn es der Herr schenkt, werden ja auch noch andere dazukommen. Und das war wirklich renovierungsbedürftig. Der Garten zum Beispiel war komplett ca. 20 cm hoch mit Laub bedeckt und mit Efeu zugewachsen. Also wie so ein Dornröschenschloss. Das stand ja, wie gesagt, 8 Jahre leer. Und wir wussten, da würde viel Arbeit auf unsere kleine Gruppe zukommen. Am 27. April 2012 begannen wir mit der Renovierung. Und was geschah? Viele Wunder von Anfang an. Der Herr schickte uns Helfer, mit denen wir überhaupt nicht gerechnet hatten. Menschen aus der Nachbarschaft, Menschen aus zum Teil weit entfernten Orten, auch einzelne Menschen von anderen Gemeinden, die schon lange nach einer geistlichen Heimat suchten. Und von Woche zu Woche wuchs die Zahl der Helfer. Sogar Alkoholiker von dem Hof, da war ein ganz vermüllter Hof noch im Eingang. Wer schon mal da war, weiß es, wenn man durchgeht. Da lagen Hundehaufen mit Kot bis oben und alles, haben wir alles erstmal entsorgt. Und ein Alkoholiker hat sich da noch bekehrt, einer der führenden Alkoholiker in diesem Stadtteil. Also es war wunderbar, was wir da auch erleben durften. Und die Zahl der Helfer wuchs. Den ersten Gottesdienst wollten wir an sich dann erst am 17. Juni 2012 durchführen, wenn die Renovierungen einigermaßen abgeschlossen sind. Aber dann entschied der Herr es anders. Ein Hilferuf erreichte uns von geistlich heimatlosen Geschwistern mit der Bitte, könnt ihr nicht schon im Mai mit Versammlungen beginnen? Wir haben keinen Ort mehr, wo wir hingehen können. Da gab es große Probleme in deren Gemeinde. Da wurden ganzen Gruppen, mussten weggehen, weil da einfach diktatorisch regiert wurde und man konnte biblisch nichts mehr klären. Und dann feierten wir also bereits am 13. Mai 2012 den ersten Gottesdienst im halbwegs renovierten Saal. Und wir staunten nicht schlecht, als völlig ohne öffentliche Bekanntgabe ca. 50 Menschen sich im Saal einfanden. Es waren also aus 10 waren schon 50 geworden. Und es war ein Chor plötzlich da und Leute, die viele Gaben hatten. So hat der Herr das gelenkt. Wir haben an dieser Spaltung nichts getan gehabt in dieser Gemeinde, aber die kamen zu uns und da waren auch noch viele andere, viele Neubekehrte im Laufe der Jahre. Wir haben jedes Jahr durch Gottes Gnade 5 bis 12 Täuflinge so im Schnitt jetzt gehabt, viele von der Straße auch und andere Menschen, auch von den Kindern dann. Und ein kleines Wunder aus der Anfangszeit. Am 13. Mai war der erste Gottesdienst und am Abend zuvor erst konnte ein Klavier aufgestellt worden. Wir hatten gar kein Geld, ein Klavier zu kaufen für diesen Raum. Und auch das war ein Wunder, ist sehr teuer. Und als 3 Familien konnten wir uns das damals nicht leisten. Aber dann war Folgendes geschehen. Ein Leser der Zeitschrift, Der schmale Weg. Ich habe auch einige Exemplare für euch mitgebracht. Dürft ihr nachher gerne alle mitnehmen. Neueste Ausgabe, diese Zeitschrift. Die geben wir seit 2009 heraus. Und ein Leser war verstorben und seine Frau hatte gebetet, was sie machen könnte mit den Einnahmen bei der Beerdigung. Und da hat sie gesagt, keine Blumen, keine Kränze, sondern eine Spende für ein christliches Werk. Und daher hat ihr unser Werk, den christlichen Gemeindedienst, aufs Herz gelegt. Und dann hat sie gesagt, euch schicke ich diese Spende. Aber sie wusste nicht, dass wir zu diesem Zeitpunkt ein Klavier und Liederbücher kaufen mussten. Und das Wunderbare war, die Kollekte von der Beerdigung des uns persönlich unbekannten Bruders deckte auf den Euro genau die Kosten für das Klavier, die Liederbücher und den Klaviertransport. Auf den Euro genau. Meine Frau kann es bestätigen. Sie hat besseres Gedächtnis, ist unser Schatzmeister, also sie kennt sich da gut aus. Und wir haben weitere solche Fügungen und Wunder erlebt. Erst heute bei der Vorbereitung ist mir noch aufgefallen, übrigens, dass die Einweihung der Gemeinde dann, die offizielle Einweihung, Gottesdienst war schon im Mai, aber das Einweihungsfest war dann am 1. Juli 2012 und auf den Tag, 5 Jahre später, war der Baubeginn für unser größeres Bethaus, auch am 1. Juli 2017. Auch das ist erst im Nachhinein uns klar geworden, dass es ja ganz genau auf den Tag 5 Jahre später ist, wo wir zu wenig Platz haben. Und das Wunderbare, wir hatten gerade vorgestern ein Gemeindefest mit Kinderübergang, auch großes Grillfest. Und ich habe dann gesagt, ich kam gerade von der Schweiz zurück, von der Endzeitkonferenz, kam dann später erst dazu und habe, wo ich die Wiese gesehen habe, gesagt, wo kommen denn die vielen Menschen her? Ich schätze, da waren 300 Menschen auf der Wiese, man darf es gar nicht laut sagen, aber weit verteilt, mit Abständen, ja. Und davon bestimmt 200 Kinder und Jugendliche. Ist es nicht eine Gnade? Und deshalb, ich möchte euch auch ermutigen, ein kleiner Anfang mit 4 Kindern, jetzt sind es über 100 Kinder und Jugendliche, und der Herr fügt immer noch hinzu. Wir hatten auch Abgänge, das ist normal, es gibt immer Menschen,
die andere Ansicht haben, vielleicht plötzlich eine andere Erkenntnis, oft aus dem Internet irgendwas hören und dann überzeugt werden oder verdreht auch, je nachdem. Damit muss man rechnen und leben, aber sich nicht entmutigen lassen, weiterkämpfen, weiter beten, auch für die Geschwister beten, die weggegangen sind oder die vom Glauben abgefallen sind, leider auch manche, dass sie wieder zurückfinden. Auch da kann der Herr Wunder tun. Ja, soweit erstmal eine kurze Einführung, wie das bei uns war. Vielleicht hat es euch auch ein bisschen geholfen. Wir haben uns selber Bibelgemeinde genannt, weil die Bibel die einzige Grundlage des Glaubens und Lebens ist. Aber ich finde auch den Namen Internationale Christengemeinde sehr schön, den ihr euch gegeben habt. Das zeigt eben auch, dass hier Geschwister aus verschiedenen Ländern, Hautfarben, Sprachen und so weiter zusammenkommen, was eine große Bereicherung sein kann. Natürlich sind wir alle unterschiedlich. Meine Frau kommt zum Beispiel aus Kasachstan, ich bin in Deutschland geboren, aber wir verstehen uns gut. Und ich denke auch bei euch, wenn vielleicht jemand aus Türkei, Syrien oder sonst wo kommt, es gibt natürlich Unterschiede, auch die Deutschen hier, Aramäer, Kurden, alles. Aber im Herrn Jesus, wenn der Herr Jesus in der Mitte steht, dann führt er uns zusammen, dann weckt er uns die Liebe und auch die Barmherzigkeit, das Verständnis. Und dann kann Gemeinde wachsen, auch mit ganz unterschiedlichen Kulturen. Und wir wollen uns in allen Fragen am heiligen Wort Gottes orientieren. Dann erkennen wir, was der richtige Weg ist. Da gibt es ganz klare Richtlinien, wenn ich nachher am Schluss, es wird ein bisschen länger gehen, ich hoffe, ich habe Zeit mitgebracht, noch auf die Gemeindeordnung eingehe, dann werden wir das auch erkennen. Also wir haben das Bibelgemeinde genannt, freie Gemeinde, wie auch ihr. Das heißt, wir sind nicht von Staat oder Kirche irgendwie abhängig, beziehen auch keine Gelder von irgendwelchen fremden Institutionen. Übrigens vielleicht wichtig, unsere Gemeinde ist kein e.V. Wir haben gesagt, die Gemeinde gehört dem Herrn, aber wir haben natürlich für das Bauprojekt, was jetzt ein großes Projekt ist, für bis zu 600 Leute, Menschen, dass wir da einen Förderverein haben, der das eben trägt. Ja. Das ist aber, wenn die Gemeinde mal geschlossen werden würde, die kann nicht geschlossen werden, weil sie juristisch gar nicht existiert. Ja, die Gemeinde gehört dem Herrn und dieser Förderverein, das ist ein e.V., wo etliche, aber nicht alle aus der Gemeinde drin sind und der trägt eben diese Immobiliengeschäfte und diese Dinge. Es muss eben auch sein. So sind wir also auf der sicheren Seite, wenn mal Verfolgung kommt, können sie uns zwar die Kirche zumachen, aber die Gemeinde ist damit nicht aufgelöst. Die trifft sich dann anderswo. Aber wir hoffen, dass wir uns noch lange versammeln dürfen. Mit des Herrn Gnade.